Willkommen dann wieder hier neu zurück. So, dann wollen wir mal schauen. Auf der Bereichskarte. Weiß ich nicht, wo ich hier mit rauskomme oder hinkomme. Scanner-Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Wartungsschleuse, die ich nicht aufkrieg. Blöd. Da hat sich einer ein bisschen verklut. Vorrat in Halle bei Fluchtkapseln. Keine Zeit für eine Übergabe. Viel Glück, e.V. Warum hat er seinen Kopf geklut? Oder sie? Das ist jetzt die gute Frage. Schneller Erstickungstod. Na, dann wollen wir mal in den Reaktorkontrollraum. Und hier könnten wir uns sogar noch irgendwas holen, aber no materials at all. Oh shit. Escape Pods. Gehen wir doch erstmal dorthin. Das Geschütz hier zu reparieren, bringt glaube ich nichts. Das andere Teil will ich einfach nochmal schnell übernehmen. Und Termits haben wir alle? Ja. Okay. Oh shit. Nein, von den Termits haben wir nicht alle. Warum nimmt es keine Daten, Drecksding. Wo ist Kirk? Da war Kirk. Herr Riker, hier spricht Kirk Rammer. Wir sind in Fluchtkapsel 8-9. Es kann losgehen, aber die Startsteuerung reagiert nicht. Haben Sie alle Schritte des Startvorgangs exakt befolgt? Ja, es kam sogar ein Warnton, aber die Luke schließt sich nicht. Die Abtrennung ist nicht möglich. Warten Sie. Ich schaue mir die Pläne an. An den Sprengbolzen sollte es einen Sensor geben. Erika, bitte beeilen Sie sich. Ich sehe alle Kabel, aber warten Sie. Das kann nicht stimmen. Können Sie uns von dort aus starten? Können Sie wenigstens die verdammte Luke schließen? Nein. Ich glaube nicht. Gibt es vielleicht eine Kurbel? Rammer. Rammer, haben Sie verstanden? Tja. Fluchtkapseln am Arsch. Haben Sie Price gesehen? Was? Ist er mal wieder nicht zu seiner Schicht aufgetaucht? Er antwortet nicht über Transcribe. Ich habe Abigail gebeten, in seiner Kabine nachzusehen, bevor sie herkam. Diesmal wird ihn die Personalabteilung nach Hause schicken. Der hat sich schon auf dünnem Eis bewegt. Ich dachte, ihm ging es besser. Mit Naltrexon und den Besuchen bei Dr. Cole. Ich rufe die Sicherheit und lasse ihn suchen. Hoffentlich geht es ihm gut. Pistolenkrit plus. Oho, was ist das denn? Erdungswiderstand verleiht Resistenz gegenüber Elektrizitätsschaden. Oh, das ist auch nicht schlecht. Batteriedauer ist das da unten. Das könnten wir ersetzen. Kann man das irgendwie end? Oder mit Eingabe. Klasse. Sonst ist da eigentlich nichts. So, und hier gab es jetzt Pistolen-Crit Plus. Erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer, wenn du mit einer Pistole schießt. Das ist cool.
würde ich sagen, Neuromods, do your thing. Macht mir Platz in dem Psychoskopenteil. Und, nicht die Kosten. Das nochmal deinstallieren. Sondern Regeneration war doch irgendwo das hier. Psychoaktiver Ladder. Dann haben wir noch Verbesserungen gekriegt, die wir hier mal dran basteln wollen. So. Gut, den Evakuierungsparcours überlebt. Jetzt das andere Riesenteil da hinten verschwunden. Aber einen Scan von so einem Vieh brauche ich noch. Nach links abgehauen durch die Tür, wie es aussieht. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Vernichte den Technopathen, der den Eingang stört. Na klasse. Oh. Okay, da oben ist einer. So, erhalten wir mal das Überraschungsmoment. Forschung abgeschlossen. Wunderbar. So wird das gemacht.
What the fuck? Ich kann nicht aufbrechen, ist da gerade ein bisschen schlecht. Ohne Energie, aber anders war gar nicht machbar, da oben reinzukommen. Jetzt ist der Schütz hier platt. So. Mimikdetektor Gen 2 bekommen. Hatten wir aber schon mal. Zu schnell, zu weit. 3. Wasseraufbereitung, Energieversorgung einschalten. Zulassung für experimentelle Arbeit. Der für die Genehmigung dieses Antrags zuständige Vorgesetzte bescheinigt, dass alle Sicherheitsfaktoren vorschriftsmäßig beachtet wurden. Beantragte Abteilung Psychotronik, Antrag ausgestellt von Dr. Tobias Frost. Arbeitsbereich, Wasseraufbereitungsanlage, Lebenserhaltung. Durchzuführende Tätigkeiten, Installation von psychoaktiven Partikelinjektoren. PPE. Ich beantrage die Implementierung des PPE in der Wasserversorgung der Station. Wesentlichen wird der PPE die Zusammensetzung des Trinkwassers in regelmäßigen Intervallen um 1 zu 1 Million mit exotischen Partikeln anreichern. Die Aufnahme dieses Wassers sollte positive Auswirkungen auf das psychoaktive Potenzial nach sich ziehen. Genehmigt von Dr. Hans Kestrop. Na toll. Psychowasser. Neues Ziel. Suche nach dem psychoaktiven Partikelinjektor. Ah, oh, die hat's zerlegt. Oder ihn hat's zerlegt. Das ist natürlich blöd. Müsste da hinten irgendwie komplett hoch. Da müsste ich mal. Da müsste ich hin. Nicht. Aber so. Boah, das ist alles voller Elektrizität. So auch nicht. Hm. Komm ich da am geschicktesten jetzt hin? Eigentlich einfach da drüber, genau. Eine EMP von mir. Die hat man absolut nichts gebracht. Hat voll daneben gehen. Naja, haben wir halt mal ein bisschen Gesundheit eingebüßt. Scheiß drauf. Schatzsuche. Untersuche Hartin Boffels Karte. Vielen Dank, Wodka. Aalbeckensteuerung entsperren. Laut Wasseraufbereitungsanlage Protokoll 3.5.7 kann die Aalverarbeitung erst erfolgen, wenn das Terminal im Verarbeitungsraum von diesem Terminal aus freigeschaltet wurde. Aalbecken entsperrt. 2 E-Mails. Ich mache mir Gedanken. Bryce, ich stand immer hinter dir, aber jetzt gehst du zu weit. Du musst dich zusammenreißen. Es fällt den Leuten schon auf, Bryce. Leuten, die höher in der Nahrungskette stehen. Hör auf, Dr. Cole aus dem Weg zu gehen und sprich einfach mit ihm. Ich glaube fest daran, dass du das schaffen kannst. Lass mich dir helfen. M. Alkohol im Dienst. Hallo Bryce, ich habe erfahren, dass Sie eine Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Ich kann den Ernst der Lage gar nicht genug betonen, wenn Sie Ihren Dienst auf dieser Station unter Einfluss von Alkohol ausfüllen. Ich habe Ihnen ein Rezept ausgestellt. Nehmen Sie die Medikamente, verzichten Sie auf Alkohol und bleiben Sie im Besatzungsquartier, bis wir uns treffen können. Sie sind vorläufig vom Dienst suspendiert. Mit Chief Illusions Zustimmung. Fangprotokolle. Hallo Abby, bitte achte darauf, dass dein Team extrem sorgfältig mit der Fangmaschine umgeht. Wir haben letztens eine leere Flasche Old Sardar Bourbon in einer Ladung Aale entdeckt und ich nehme an, dass sie von jemandem aus unserer Abteilung ins Becken geworfen wurde. Niemand will in seiner Unagi-Rolle auf Glas beißen oder auf irgendwas anderes. Rückstoßreaktor. Aha. Water Quality Lab.
Uiui. Also für Rohrzangen ist definitiv nicht genug Platz. Ich kann aber meine Rohrzange zerlegen, eine neue einsammeln und diese wieder auf die 1 packen. Ersatzteile sind auch mal wieder überfüllt, hoch 10 bei mir, was eigentlich nicht sein kann, aber okay. Selbst kein Platz mehr für Neuromods. Heieiei. Ja, das war's hier eigentlich, oder? Hier kann man noch irgendwas reinmachen. Ist aber nicht der PPI, wie es aussieht. Das Ding da ist voll im Arsch. Dann ab mit uns nach unten. Oh shit. Bin tot. Oder auch nicht. Holy shit, fuck it. Der musste mal extern erledigt werden. Ja. Gab's da nicht irgendwo einen Recycler? Ja, direkt hier. Wunderbar. Einfach keinen Platz mehr im Inventar. Mal wieder. Schön, dass das nichts bringt. Abfallaufbereitung. Was auch immer die, wie auch immer hier auftragen. Aalentnahme. Länge ist das Aal ausgewachsen, hat ca. 1 Meter, Gewicht ca. 9 Kilogramm. Ernährung, Detriusfresser. Hinweis, der Tank überprüft automatisch das Aalwachstum und filtert bei der Entnahme junge Aale heraus. Oh shit. Vollgetankt. Wartungshandbuch Aalbecken. Bryce Broadway.
Bryce, alle sind sehr gute Abfallverwerter, aber manches können nicht mal sie fressen. Daher müssen wir jeden Monat das Becken säubern. Lassen Sie erst das Fangprogramm laufen, um alle ausgewachsenen Aale herauszuholen. Das Programm finden Sie am Beckenterminal. Wenn das erledigt ist, können Sie ins Becken. Ich würde Ihnen empfehlen, das Abwasserventil zu schließen, wenn Sie nicht gerade in der Toilettenspülung Ihrer Kollegen duschen wollen. Und passen Sie bitte auf, wo Sie hintreten. Alle sind quasi blind, aber Sie haben fiese Zähne und in dem Wasser wollen Sie wirklich keine Wunden kriegen. Glauben Sie mir. Ah, der arme Kerl. Ich würde sagen, dann machen wir hier mal Schluss mit dem Aalbecken und dem armen Bryce und sehen uns wieder im... Warte, kann ich da noch rein? Oh, ich kann tatsächlich da rein. Im kommenden Part. Dankeschön fürs Zuschauen, bis dahin. Sayonara.